Der Adi und der Nico, die sind jetzt am Füttern und benutzen das Holzbeetboot mit dem Spreader drauf. Beste Baitboot, was wir kennen. Ja, mit Abstand das Beste, was wir kennen. So, so sieht das Futter aus. Aber das, also die leckere Chili. Ein Eimer voll mit Mais. So, damit wird das Bretter mitgefüllt. Adi. Super. Wir sind gerade in Kroatien. Und hier kannst du es sehen lassen, Frank. Ja. Das ist unser Punkt. Unser Homepunkt. Ja. Auf dem Bildschirm. Und es geht bis 114 Meter. Bis 114 Meter gehen wir raus, weil wir dürfen hier mit dem Boot die Ruten nicht ablegen. Aber wir dürfen mit dem Boot zwischen 7 und 8 Uhr füttern an diesem See. So. Und maximal auf einer Weite bis 120 Meter. So. Das Schöne ist mit dem Spreader. Der verteilt es überall schön. Da muss man gar nicht so weit fahren. Bulle. Okay. Ich sag mal, wo ich drauf gucken muss. Super, Nico. Ah, Nico legt noch ein paar Platten dazu. Schadet nicht. Zeig mal so ein paar Platten, wie die aussehen. Die haben wir extra Hand mit der Hand gemacht. Die haben wir extra vorbereitet. Wie in der Bäckerei, du. Dass das Futter ein bisschen länger liegen bleibt. So, jetzt zeige ich mal an der Fernbedienung, wie einfach das ist, Frank. Zeig mal, Nico. Gehen wir Nico auf Punkt 2. Jetzt. Einfach. Hier auf Punkt 2 drücken. Darf ich? Fahren. Automatisch fährt das hin. Jetzt fährt es automatisch schon raus. Und schnell. Und ist turbo schnell. Hat starke Motoren, selbst bei Wind und Wetter und bei Wellen ist es kein Problem. Jetzt hat er gesprettert. Oh mein Gott! Aber vom Feinsten. So muss es gehen. Der Nico befüllt das Boot jetzt wieder. Ja, kann man sogar mit den Platten hier ein bisschen runtergehen. Ist immer noch platt unterm Spreader immer. Normalerweise kann man auch den Spreader davor abnehmen, aber das haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir ein bisschen schnell arbeiten müssen. Und warte mal. Mehr? Warte, ich muss erstmal hier. Machen wir noch 3-4 Platten drauf und gut ist. Perfekt. So, easy peasy. Drücken wir mal wieder auf den Weg hoch. So. Vollgas. Hat den eingespeicherten Punkt und fährt jetzt Vollgas wieder dahin. Der liegt da drin, so eine Box mit den Regeln. 30 Meter, dann ist er da. Ja, 30 Meter, zeig mal hier drauf, Papa. Papa, guck mal. Achtung. Auf dem Samen. Regnet schon wieder. Sieht man's. Wo sieht man das? Da oben. Geh mal ein bisschen weiter zurück. Ja. Da siehst du es, ja. Zurück. Da sieht man die Distanz auf dem Rund. Ja, ich mach mal den ganzen Bildschirm drauf. Noch 12 Meter, noch 11 Meter. Bis es den Punkt erreicht, wo wir hinfahren wollen. Supi. So, jetzt halte ich mal draußen wieder drauf. So, jetzt sind wir draußen. Jetzt sind wir angekommen. Und jetzt, Papa, drück mal drauf. Hier, guck mal, halt mal hierher. Jetzt, geh mal ein bisschen weiter entfernt. Nicht, du musst weiter weg. Ja, so. Jetzt gehst du hier auf den Finger, ganz einfach, und drückst hier auf den Controller. Ja. Jetzt bist du manuell. Jetzt bin ich manuell mit, dem Joystick hier. Jetzt kann der Nico wieder mit der normalen Steuerung lenken. Also steht jetzt nicht mehr auf Autopilot. So, ja, ich gehe jetzt wieder nach draußen. Moment. Jetzt so, ich ein bisschen nach rechts, damit wir ein bisschen eine andere Route haben. Super. Noch ein Stück weiter rüber, oder? Ja, noch ein Stück. Mal hier. Willst du die Spreader? So, jetzt kommt der Spreader. Passt auf. Achtung, jetzt kommt das Spreader. Ich drehe am Rad. Boah. Geil ist das denn?
Überall sind sie hingeflogen. Da kommt die Titanic wieder zurück. Also ich bin total begeistert. Jetzt drück Jungs. Ich auf manuell. Kleinen Moment. Hier, warte. Hier, einfach nach oben. Einfach auf E nach oben. Ja. Jetzt tue ich hier mit dem Joystick einfach an. Ja. Das ist ja natürlich. Ich glaube, ich tue das jetzt. Hi. Unbelievable. What a beautiful monster. I was waiting till the last moment. 33.5 kilogram. A yalla yalla monster. And I got it in my hands. I am so happy. Beautiful chocolate color. Look at this, everybody. This is why I go fishing for. And this is a catch you only have a few times in your life. And I'm a lucky man today. I am so happy. Oh.